Im Theater, da würde es spätestens jetzt zum dritten Mal gongen. Das heißt, die Plätze bitte einnehmen, es ist alles bereit. Die Zuschauer würden sich sammeln. Hinter dem Vorhang würden die Akteure auf der Bühne sich so langsam aufs Schauspiel vorbereiten. Ich würde sagen, Vorhang auf für die Biathlon-Weltmeisterschaften auf der Pokljuka. Wir gehen rüber an den Start, wo 27 Staffeln auf das erste Rennen warten. Und wir sind gespannt, was die Deutschen anrichten können. Da sehen wir Erik Lesser, den deutschen Startläufer, mit Silvio Thieme, dem Physiotherapeuten. Seit Jahren ist er ja die Vertrauensperson in der deutschen Mannschaft. Das ist Benjamin Weger, der Startläufer des Schweizer Quartetts mit Finello, Selina Gasparin und Lena Hecki. Und das sind die Gastgeber mit Jakob Fack auf der Eins, die Slowenen, die sicherlich dann hinten bei den Frauen nicht so stark besetzt sind. Und dann haben wir noch ganz kurz auch Alexander Loginow gesehen, den Startläufer der Russen, die, wie gesagt, mit der Nummer 1 gleich ins Rennen gehen werden. Denn sie haben die einzige Mixstaffel in dieser Saison gewonnen. Dann in der Mitte Ståle Holm-Lagreid für Norwegen. Hier haben wir ihn groß. Und rechts Emilien Jacquelin, der Franzose. Norwegen und Frankreich sicherlich die großen Favoriten. Russland und Deutschland, die am ehesten sie ärgern können. Hier Borut Nuna, Slowene, der Renndirektor. Auch für ihn eine Heim-WM. Er wird jetzt gleich anschießen und dann geht's los. Ready? Tja, immerhin eine Fanfare und dann ist es eben doch gerade bei solchen Rennen immer wieder bedauerlich, dass im Moment keine Zuschauer in den Stadien sein können. Denn hier würde es natürlich jetzt laut werden. Wobei man auch sagen muss, auf der Pokljuka, die meiste Zeit laufen die Athleten im Wald. Das mögen die Athleten sehr gerne. Das ist vom Laufgefühl einfach ein bisschen schöner, im Wald zu laufen. Aber da dürfen, weil es Naturschutzgebiet ist, gar keine Zuschauer hin. Also ab hier so ungefähr unterscheidet sich das dann auf der Pokljuka für die Sportler kaum von der Atmosphäre, die es mit Zuschauern geben würde. Aber im Stadion natürlich, da ist es ganz, ganz anders. Von Loginow, dann Lagreid, Jacquelin, der Weißrusse Smolski und Erik Lesser da so auf achter Position herauslaufend. Es hat ein wenig aufgehört zu schneien. Ski des Norwegers läuft gut, muss sich vorne ein bisschen orientieren an dem Ski, am Stockende von Loginow. Und hinten links im gelben Laufanzug geht Sebastian Samuelsson raus, neben Erik Lesser. Die Schweden ja mit einer hohen Startnummer, mit der 13. Einzige Mixstaffel bisher in Oberhof, da war Martin Ponsiluoma, der starke Läufer. Am Vorabend hat er Magenschmerzen bekommen, ging ihm gar nicht gut, hatte sich den Magen verdorben, musste dann absagen. Und dort liefen sie dann mit. Auf der 3 für Schweden. Die wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Da sehen wir David Komats mit der 11. Die Österreicher haben sich gegen Leitner und Eberhard entschieden für David Komats, der eine sehr gute Saison läuft, die beste seiner bisherigen Biathlon-Karriere. Und es geht 4 mal 7,5 Kilometer, das heißt 3 mal 2,5 Kilometer muss jeder einzelne Athlet laufen. Ståle Holm-Lagreid, der sicherlich läuferisch stärkste aus der ersten Läufergruppe, hat aber gesagt, er wird heute nicht so viel Betrieb machen. In Antholz, in der Herrenstaffel, da hat er als Startläufer versucht, so ein bisschen Druck zu machen, war die erste Runde sehr zügig angegangen und hat dann 2 Nachlader gebraucht und hat gestern lachend gesagt, nee, also ich werde das heute nicht wieder so machen, sondern dann ab der zweiten Runde attackieren. Lesser jetzt gemeinsam mit Samuelsson dort hinten so 8., 9. Position. Und das sehen Sie hier, die Abfahrten. Es ist immer sehr kurvig. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll. Es gibt 2 sehr lange Anstiege und dann immer wieder diese Übergänge, in denen man viel Zeit verlieren kann am Ende der Anstiege. Und die Abfahrten immer kurvig, immer anspruchsvoll. Das macht vielen viel Spaß. Es ist durchaus unterhaltsam für die guten Läufer, aber es tut natürlich auch weh. Vor allen Dingen dann auf der dritten Runde, wenn man nicht mehr Richtung Schießen denkt, sondern einfach alles raushauen muss, was man hat. Ja, auch hier jetzt wieder, Sie sehen es, es geht immer ein bisschen nach links, nach rechts. Das ist so die typische Charakteristik der Strecke hier auf der Pokljuka.
Bedingungen beim Training. Gestern und vorgestern waren nicht so gut. Die Sportler waren durch die Bank nicht so zufrieden, vor allen Dingen am Montag. Es hatte viel geregnet, aber auch Aufbauarbeiten waren noch im Gange. Am Sonntag sind die meisten ja hierher angereist, haben dann am Montag das erste Mal trainiert. Gestern dann zum offiziellen Training. Da soll eigentlich alles so sein wie im Wettbewerb. War es aber auch noch ziemlich tief. Dort mittendrin Jakob Fak, der Slowene im grünen Laufanzug. Fak ja im Massenstart vor 2 Wochen in Antols. Letztes Rennen vor den Weltmeisterschaften ist er Dritter geworden. Erstes Mal in dieser Saison für ihn auf dem Podest. Also mit dem ist auf jeden Fall im Verlauf der Weltmeisterschaften zu rechnen. Mit der slowenischen Mixstaffel heute insgesamt eher nicht. Ja, Samuelsson hat sich weiter nach vorne gearbeitet und hier jetzt Lesser mit Fak. Erik Lesser war ein bisschen erkältet. Nee, Magen-Darm hat er gehabt, so rum war es, ne? Genau, in Obertiljach. Erkältet war Lukas Hofer. Jetzt zwei, die ein paar Probleme hatten, gesundheitlich durcheinander gebracht. Alle anderen, gegen denen ging es gut. Jacqueline tritt jetzt hier an, zieht ein bisschen weg von Lagreit. Stolarholm, Lagreit, ja der Newcomer, 23 Jahre alt, seine erste richtige Weltcup-Saison, hat schon 4 Rennen gewonnen, ganz knapp in der Gesamtwertung hinter Johannes Tinius Bö. Und jetzt dann auch die Spezifik hier, es ist ein bisschen so wie in Ruhpolding, hat Franziska Preuß gesagt, deswegen gefällt es ihr ganz gut, man kommt aus einer Abfahrt Richtung Schießstand, kann dadurch sich mental schon ein bisschen besser auf den Schießstand konzentrieren. Gilt als ein leichter Schießstand, aber das kann natürlich auch immer ein bisschen trügerisch sein, weil man dann dazu verleitet wird, mehr zu riskieren. Aber einige haben auch angekündigt, sie werden versuchen, hier ein bisschen schneller zu schießen. Ob es dann auch von Erfolg gekrönt sein wird, ist eine andere Frage. Zumal bei Weltmeisterschaften häufig auch immer ein bisschen schlechter geschossen wird als im Weltcup. Das kommt noch dazu. So, erstes Schießen, 5 Schuss auf die Liegenscheiben, 3 Nachlader, dann ginge es in die Strafrunden. Vorne Loginov, Lagreit, Jacqueline, Smolski und dann auf der 5 Erik Lesser. Lesser beginnt mit einem Fehler. Jacqueline jetzt auch. Lagreit ist durch, Lesser muss einmal nachladen. Loginov muss 2-mal nachladen. Jakob Fak ist durch. Lesser jetzt auch mit 1 Nachlader. So, Lagreit geht als erster raus. Dann kommt Jakob Fak, dann Samuelsson. Und dann auf der 5 Erik Lesser. Dazwischen noch Christian Gau aus Kanada. Und Sie haben es möglicherweise eben gesehen. Neben Alexander Loginov nicht die russische Fahne, sondern die des russischen Verbandes. Das ist eine Folge immer noch der Sanktionen. Russland darf als Nation nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Die Sportler dürfen aber als Teilnehmer des Verbandes, als neutrale Athleten hier mitmachen. Es wird dann auch keine russische Nationalhymne gespielt im Falle eines WM-Gewinnes. Ja, Lagreit raus mit 4 Sekunden Vorsprung vor Fak. Lesser 8 Sekunden zurück. Trefferbild von Lagreit. Frisch lackiert die Scheiben. Und Erik Lesser, den ersten hat er daneben geschossen, aber dann, und jetzt hier das schnelle Nachladen. Schießzeit bei Lesser dadurch 30,7. Das ist die Zeit, die er auf der Matte verbracht hat. Kleiner Vergleich, Lagreit hat ohne Nachlader 25,9 gebraucht. Also Lesser durch ein etwas höheres Schießtempo dort nur 5 Sekunden verloren. Jetzt Stolarholm Lagreit auf der 2. Runde. Samuelsson mit Stockwechsel. War da vorher schon zu sehen, dass er irgendwie mit der Schlaufe nicht so ganz klar kam. Die Stöcke werden ja eingeklickt am Handschuh. Und da war offensichtlich etwas nicht ganz so, wie es sein sollte. Es sind ja Helfer verteilt überall an den Strecken. Und es wird dann zur Not auch mal länderübergreifend ausgeholfen. Vielleicht war ihm auch schon vorher der Stock gebrochen. Er hatte einen falschen Stock und musste dann jetzt eben den passenden Stock bekommen. Hier haben wir Erik Lesser.
der im Trainingslager in Obertiliach auch gesagt hat, er hat nochmal versucht, den Fokus zu schärfen, dieses unbedingte Treffen wollen. Er war mit seiner Trefferquote zuletzt nicht so zufrieden. Erik Lesser, der ja im ersten Rennen der Saison gleich aufs Podest gelaufen war. Im Einzel in Kontiolahti, die Ende November war das. Der als 14. im Gesamtweltcup sich wirklich wieder reingelaufen und etabliert hat. Ja, hier gibt es das tatsächlich. Da ist genau das passiert. Patrick Oberegger, der Trainer der Norweger, reicht Sebastian Samuelsson einen Stock an, damit er erstmal überhaupt klarkommt. Und dann hat er, glaube ich, ein wenig später nochmal gewechselt, damit er eben den entsprechenden Stock, der von der Länge eben dann auch genau passt, wieder hat. Sturloch im Lagreit, dann Jakob Fack. Und Christian Gau, der Kanadier, ist der Stärkste in der kanadischen Mannschaft. Also die kanadische Staffel wird sich auf Sicht nicht dort vorne halten können. Erik Lesser, 9,2 Sekunden, jetzt der Abstand. Also der hat nach dem Schießen 8,6 gehabt. Das bleibt alles ungefähr gleich. Ja, und da könnte man mal vorbeigehen und die Kamera etwas freiwischen. Solaholm Lagret in seinem 5. Weltcuprennen. Wer war da das erste Mal? Das war nämlich der Auftakteinzel, in dem Erik Lesser Dritter war. Da dachten alle noch, naja, das ist ja mal eine Überraschung. Und dann ist er danach 18. und 22. geworden. Man dachte so ein bisschen, der ist auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Weit gefehlt, weit gefehlt. In Oberhof dreimal hintereinander auf dem Podest. In Hochfilzen 2 Siege. Solaholm Lagret ist der Shootingstar schlechthin, hat Tarje Bø aus dieser Staffel verdrängt. War auch nicht so einfach für die Trainer. Tarje Bø musste das auch schlucken, eine bittere Pille im Prinzip. Ja, er ist Dritter im Gesamtweltcup und startet hier nicht in der Mixstaffel. War natürlich mit seinem Bruder Johannes Tinius Bø immer das Bruderpärchen, das die Mixstaffel der Norweger lief, in den letzten Jahren zumindest. Aber Sturloholm Lagreid bis hierhin bestätigt er das, dass er natürlich dort zurecht steht. Er ist der beste Ligenschütze im Feld, statistisch mit 96% Trefferquote. Stehen schießt er auch nicht viel schlechter, 89%. Da muss jetzt gleich hingehen. So, Smolski gegen Gau dort im Kampf um Platz 3. Dahinter Jacquelin. Der hat richtig was gut gemacht. Jacquelin war mit 16 Sekunden rausgegangen. Mit 2 Nachladern nach dem ersten Schießen. Ist jetzt nur noch 7 Sekunden hinter der Spitze. Also der läuft hier eine sehr schnelle zweite Runde. Schneetreiben ist wieder stärker geworden. Aber es sieht windstill aus, die Fahnen hängen runter und das ist das Wichtigste. Dort hinten kommt Erik Lesser. Nachlader Lagereit. Smolski ist durch. Weißrussland geht in Führung. Da direkt dahinter Jacquelin. Bei Samuelsson geht der Letzte daneben. Jetzt Erik Lesser. Fack ist durch, Lagreit ist durch. Lesser muss zweimal nachladen. Das wird ihn ärgern. Das ist das Trio jetzt mit 10 Sekunden Abstand hinter Smolski und Jacquelin, dem Führungspärchen. Und Erik Lesser kämpft gegen die Strafrunde. Er muss treffen, sonst muss er 150 Meter extra laufen. Das hat er verhindert und dennoch, da wird er hart mit sich ins Gericht gehen. 4 Nachlader zu Beginn der Staffel. Deutschland ist erstmal in der Defensive. Aber das Rennen ist noch lang. Jetzt muss er gucken, dass er auf der Schlussrunde
möglichst diesen Abstand von 42 Sekunden nicht viel größer werden lässt nach vorne. Da sind mit Jacqueline und Sturlaholm Lagerät natürlich zwei Raketen vor ihm. Herzlich willkommen, Erik Lesser, in der Welt des Schmerzes. Denn das wird es jetzt, diese 2,5 Kilometer, die werden wehtun. Sturlaholm Lagerät. Einen Nachlader hat er gebraucht. Erik Lesser brauchte drei. Ja, und dann guckt man, da sieht man jetzt natürlich schon einen riesengroßen Unterschied. 47,5 Sekunden Schießzeit von Erik Lesser. Jacqueline 22, also alleine auf der Matte hat Erik Lesser 25 Sekunden Zeit verloren auf ihn hier, auf Emil Jacqueline, der dort jetzt hinter Smolski, den Belarussen, auf der 2 läuft. Ja, die Belarussen danach mit Botschanikow. Dann kommt Elena Kutschinkina und hinten drauf Ginara Alimbekova. Das ist so eine von diesen Mannschaften, die dort hineinlaufen können, die zu dieser Gruppe von Nationen gehört, die immer dann da sind, wenn andere Fehler machen. Letztes Jahr Italien Zweiter geworden, Tschechien Dritter. Also es sind eben gerade in der Mixstaffel nicht immer unbedingt Frankreich, Norwegen, Deutschland, die sich das Podium teilen, sondern da grätscht dann auch immer mal wieder eine andere Nation dazwischen. Lagerät ist ein bisschen dicht darauf gelaufen. 9 Sekunden, 10 waren es nach dem Schießen. Samuelsson, 25 Sekunden zurück, der hat 3 verloren. Und da hinten in der Gruppe, an der dritten Stelle der nächsten Gruppe, da drin steckt Erik Lesser. Hinter René Zagner, dem ehesten. Und dem Bulgaren Gertschikow. Das ist natürlich eine Gesellschaft, in der sich Erik Lesser nicht so wohl fühlt. Ja, und Sie sehen es, er hat verloren. 54 Sekunden sind es jetzt. Es waren 42, das sind schon 12 Sekunden. Also Arne Pfeiffer, der muss das Feld von hinten aufrollen. Und bei jetzt schon 54 Sekunden, es wird dann wahrscheinlich sowas wie eine Minute sein am Ende beim Wechsel. Da sind die Deutschen jetzt schon auf die Fehler der anderen angewiesen. Jacqueline jetzt in Führung gegangen. Ganz kurios, wir haben vorhin ja schon angesprochen, neue Waffe von Johannes Denis Bö, gebaut übrigens vom Bruder von Emilien Jacqueline, Clément Jacqueline, der eine Firma hat, 3D Athletics oder 3D Athletics, und mit Laserdruckern zumindest Komponenten baut. Und der Grund schafft es aus Holz, aber es sind eben kleine Elemente, Schulterplatte, Handstopp, am 3D-Drucker entstanden. Das wurde dann alles zusammengefügt in einer Blitzaktion zwischen Antols und jetzt. Jacke Fack. Ja, Loginov mit 3 Nachladern für Russland. Komats mit 1 Nachlader für Österreich auf der 8. Dann kommt Benjamin Weger, 2 Nachlader, 36 Sekunden zurück. Und das sind alle Staffeln, Österreich, Schweiz und die russischen Athleten, die natürlich hier auch mit einer Medaille zumindest geliebäugelt haben, wenn alles ideal läuft, dann eben auch solche Nationen wie die Schweiz, wenn eben die anderen Fehler machen. Ich erinnere mich an die kanadische Herrenstaffel, die hat in Oslo mal eine Medaille gewonnen beim Weltmeisterschaften. Es gibt ja bei den Weltmeisterschaften immer wieder diese Situationen, dass am Ende Nationen ganz oben stehen, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Und immer wenn Sie diese fliegende Kamera sehen, dann wissen Sie, die Athleten erreichen den Bereich des Stadions. Dieses lange Seil ist durchs Stadion gespannt. Smolski macht das gut. Der Belarusse hängt dran an Emilien Jacqueline. Quentin Fillon-Maillet gleich als 2. Läufer für Frankreich. Und da haben wir Arne Pfeiffer. So, jetzt gibt es einen Sturz von Jacqueline. Dort beim Einfädeln, beim Wechseln rüber in die Wechselzone.
Das hat einen Stock noch abgebrochen, also zweiter Stockschaden schon heute nach Samuelsson, jetzt bei Jacquelin. Das ist ärgerlich. 4 Sekunden zurück. Norwegen konnte dadurch sozusagen aufschließen, diese kleine Lücke schließen. Und Fuck auf Clement Bauer für Slowenien. Dann die Ukraine auf der 5, Kanada auf der 6. Slowenien und Kanada, die werden das nicht halten können dort vorne. Die Ukraine schon eher. Jetzt kommen die russischen Athleten, dann Schweden. 2 Mitfavoriten, halbe Minute zurück. Und dann die Schweiz mit Benjamin Weger auf Jeremy Finello. Und rechts die USA. Auch die USA werden das nicht halten können. Oder beziehungsweise halten werden sie das vielleicht schon können, aber die werden sich nicht mehr weiter nach vorne orientieren können. Und aus dem Kreis der Favoriten, leider muss man sagen, die Deutschen dann doch am weitesten zurück. 1:02 jetzt der Rückstand von Arndt Peiffer auf die Spitze. Auf in dem Fall Sergej Botschanikow, der von Anton Smolski für Belarus übernommen hat. Als erster, weil Emilien Jacquelin noch ganz kurz gestürzt war. So sieht's aus. Also Deutschland auf der ersten Seite nicht vertreten, sondern 14. Also Positionen wird Deutschland noch reichlich gut machen können. Das ist ziemlich sicher, muss man sagen, aufgrund des Potenzials der 3, die jetzt noch kommen im Vergleich zu denen der anderen Nationen. Aber die Lücke nach vorn, die ist schon ziemlich groß. Und dennoch, Staffelrennen sind lang. Warten wir mal ab. Sergej Botschanikow, Quentin Fillon-Maillet und Johannes Tinius Bö. Der beste Biathlet der letzten 2,5 Jahre. Das ist jetzt das Trio ganz vorn. Dann haben wir dahinter Dimitri Pidružny, Weltmeister aus Östersund von 2019. Clement Bauer, Heimrennen für ihn. Der ist hier groß geworden. Der sagt, er könnte die Strecke blind laufen. Seit er ein Kind ist, läuft er hier. Dann Scott Gau, der Bruder von Christian Gau, als zweiter Läufer der Kanadier. Eduard Latipov für Russland. Dann Simon Eder und Martin Ponciluoma für Österreich und Schweden. 2 ambitionierte Staffeln. Und dann hinten um die Ecke, da kommt jetzt Arndt Peiffer. Jeremy Finello, Jake Brown für Schweiz und die USA jetzt am Start. Und dann kommt Belgien. Mit Thierry Langer, Lukas Hofer für Italien. Die Italiener haben ja ein bisschen überrascht, dass sie nicht mit Dominik Windisch auf der 1 gelaufen sind, sondern mit Didier Biona. Der brauchte 3 Nachlader, wie Lesser 1 Minute zurück. Also ungefähr in dem Bereich wie Lesser, sowohl am Schießstand als auch auf der Strecke. Erik Lesser auch läuferisch heute. 45 Sekunden langsamer als Jacquelin, was die reine Laufzeit angeht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen durchschütteln. Johannes Tinius Bö ist in Führung gegangen. Direkt hinter ihm Fillon Maillet. Und dann Botschanikow und Pidružny. Botschanikow muss die beiden vorne jetzt ein bisschen ziehen lassen. Da tut er auch gut daran. Das sind wirklich 2 der stärksten überhaupt. Fillon Maillet jetzt in super Form. 3-mal auf dem Podest in Antholz zuletzt. War am Anfang der Saison nicht ganz so zufrieden. Auch die anderen verlieren ein wenig auf die Spitze. Ponciluoma, auch er 3 Sekunden nach vorne verloren, obwohl er einer der stärksten Läufer im Feld ist. Ja, und die beiden hier, 2 Ausnahmeathleten. Johannes Tinius Bö, 1. im Gesamtweltcup. Fillon Maillet, 5. inzwischen nach schwierigem Saisonstart. Hat vielleicht ein bisschen zu viel trainiert, hat er gesagt. Wollte zu viel, gilt ja so ein bisschen als der Erbe von
Martin Foucault will das aber gar nicht sein, hat aber trotzdem eingeräumt inzwischen in einem Interview, dass er gerade ein bisschen viel gemacht hat. Und Arne Pfeiffer, 57 Sekunden, der läuft hier auf Zug und hat ein paar Sekunden, nämlich 5 insgesamt des Rückstandes herausgelaufen. Also unter einer Minute vielleicht für den Kopf mal ganz gut. Und wir haben das schon häufiger gesehen in Situationen, in denen Arne Pfeiffer in Staffelrennen in der Defensive war, dass er dann eigentlich sehr gute Rennen abgeliefert hat und Deutschland zumindest wieder nach vorne gebracht hat in einen Bereich mit Anschluss zumindest ans Verfolgerfeld. Bin gespannt, ob die beiden Top-Favoriten Norwegen und Frankreich sich jetzt hier weiter absetzen und es diesmal zu dem Zweikampf kommt, den viele prophezeit hatten. Botschanikow und Pedruzny. Gau und Bauer. Fehler Johannes Tinius Bö. Vorteil Fiero Maillet. Jetzt muss auch er nachladen. Zweimal sogar. Und schon ist der Norweger wieder im Vorteil. Johannes Tinius Bö setzt sich ab. Gau ist fertig, Fiero Maillet ist jetzt auch fertig, auch Klemen Bauer, auch Botschanikow. Sieben Sekunden der Vorsprung von Bö auf Gau und dann 10 Sekunden auf Fiero Maillet, das ist die interessantere Zeit. Und Klemen Bauer freut mich für den Slowenen, dass er da vorne mitlaufen kann, hier bei seinem Heimrennen. Und jetzt kämpfen die Russen gegen die Strafrunde. Ponciloma ist fertig, Arne Pfeiffer. Dritte Scheibe von oben. Russland vermeidet die Strafrunde. Hofer ist durch. Arne Pfeiffer ist durch. Ganz wichtig, jetzt ein bisschen Plätze gut machen, Zeit gut machen. Hofer auf der 10, 46 Sekunden. Arne Pfeiffer nicht weit dahinter. Müsste jetzt zur Zwischenzeit kommen. Johannes Tinius Bö, da sehen Sie es, unten hat er jetzt die Nachladepatronen. Ah, auch das neu, das ist eben das neue Gewehr, sodass er sich kurz vor der Weltmeisterschaft nochmal entschlossen hat zu einem Wechsel. Und Fiero Maillet wird rechts tief, da hat er dann richtig viel Gas gegeben hinten raus. Vielleicht, weil er gemerkt hat, dass Johannes Tinius Bö daneben geschossen hat, setzt beide Fehler rechts tief, kuriert dann aber nicht und trifft mit beiden Nachladern. Maschinenbaustudent hat sein Gewehr selbst entwickelt und Teile davon auch selber gebaut. Und hier, das ist nochmal der Blick auf die neue Waffe, auf dieses schwarze Gewehr. Er ist ganz stolz drauf, hat das also ganz offensiv allen gezeigt. Und jetzt zieht er dort vorne seine Kreise, Johannes Tinius Bö. 7 Sekunden Vorsprung hatte er nach dem Schießen. Und Sie sehen es unten. Die Uhr läuft. Er hat den Vorsprung schon mehr als verdoppelt. 16,7. Johannes Tinius Bö. Der schafft sich jetzt hier ein Polster. Ein Polster auch für Tiril Eckhoff und Marte Olsby-Reuseland. Klemen Bauer, 26 Sekunden auf der 5. Der hatte Corona Ende Dezember bekommen. Hier der Mann in Grün. Konnte dann wochenlang nicht Wettkämpfe bestreiten. Jetzt ist er wieder da und läuft hier bei seiner Heim-WM. Und für ihn ist es wirklich die Heim-WM. Ganz vorne mit auf Platz 5. Klasse. Simon Eder für Österreich auf der 8. Die Österreicher ja dann noch mit Dunja Stautsch und Lisa Theresa Hauser vor allen Dingen auf der 4. Und da haben wir Arne Pfeiffer. Lag auf Position 16 nach dem Schießen mit 54 Sekunden Rückstand. Jetzt ist 1:04, aber Sie wissen es, Johannes Tinius Bö, der marschiert vorne richtig. Also der hat ja auch auf die anderen den Vorsprung vergrößert. Das ist also alles relativ. Davor Michael Kritschmar für die Tschechien, die in der vergangenen Saison
Bronze gewonnen hat. Und jetzt wollen wir hören, was Erik Lesser sagt zu seinem Rennen. Erik auf Platz 17 übergeben, 4 Nachlader, 14. Laufzeit. War das ein komplett gebrauchtes Rennen für Sie? Ja, ich weiß auch nicht, mit was ich zuerst unzufrieden sein soll. Ich kann nur sagen, dass ich total traurig über meine eigene Leistung bin. Und ich finde es schade, dass 3 Leute danach noch dranhängen. Ich meine, klar, irgendwie eine Minute Rückstand, da ist noch alles drin, aber es sind eine Mixstaffel. Da stellen alle vermeintlich die 4 Besten auf. Ich gehöre eigentlich nicht dazu und kann froh sein, wenn heute irgendwie ansatzweise noch was Brauchbares bei uns kommt. Haben Sie von Anfang an gefühlt, dass es irgendwie relativ wenig geht heute auch auf der Strecke? Ja, die Fehler auf der Strecke werde ich jetzt mal in unserem Betreuerstab noch mal ansprechen. Aber ja, auch egal, was auf der Strecke passiert, ein Nachlader liegend und 3 stehend, das darf mir nicht passieren. Das war auch nicht gut. Als ich Sie gesehen habe, wie Sie den Berg hochgelaufen sind, Sie haben richtig die Zähne gefletscht. Das sieht man bei Ihnen auch nicht immer so extrem. Ist das ein Zeichen gewesen, dass es einfach wenig ging? Ja, ich habe es zumindest probiert. Ich habe gedacht, wie den Schaden in den Grenzen halten. Aber ich wusste auch, dass die Runde in der letzten Runde, also da ist es wichtig, dass man noch die Körner hat. Und ich wollte in der zweiten Runde auch nicht gleich alles geben, um nach vorne zu kommen. Ich wollte zumindest mit Bedacht laufen, aber in der dritten Runde war auch nicht mehr viel drin. Aber ja, ich hoffe, dass die anderen 3 das noch ein bisschen besser machen, dass es zumindest noch ein bisschen nach vorne geht und dann die Augen zu und bis Freitag das Beste hoffen. Danke, Erik. Bitte schön. Ja, am Freitag das Sprintrennen, Erik Lesser, und Sie haben es gesehen, auch Johannes Tinius Bö hat da irgendwo an seinem Stock, an seinem rechten Stock irgendwie rumgehaspelt. Ein Betreuer rannte da auch schon aufgeregt nebenher. Kurios, schon das dritte Mal, dass es offensichtlich Probleme mit den Stöcken gibt. Aber unbeeindruckt davon zieht er seine Kreise Richtung Stehenschießen. Und Pedrujny dran an Fiomayer. Ja, hier kriegt er also einen neuen Stock. Aha, da sehen wir, dass dann offensichtlich auch er sich entweder den Stock abgebrochen hatte oder ein anderes Problem dort lag. Ja, da ist er wieder. Captain Bö allein auf hoher See, das hat er schon oft erlebt, dass er da auf der 1 steht und schon mal anfängt mit Schießen, bevor die anderen überhaupt da sind. Meistens klappt's. Immer mal wieder hat er auch daneben geschossen. Der erste knallt schon mal oben auf den Rand. Einmal muss er nachladen. Wahnsinnig schnelle Serie. Jetzt erst sind die anderen da. Und er ist weg, bevor sie begonnen haben. Hohes Risiko ist er gegangen mit dem schnellen Tempo nach dem ersten Fehler. Hat er in dieser Saison auch schon mal anders gemacht. Jetzt Fiomayer muss nachladen, ebenso wie Pedrujny, ebenso wie Gao. Pedrujny 2-mal. Fiomayer ist weg. Gao jetzt auch. Oben, Ponzi Luoma, seine Schwäche, der Stehendanschlag. Wenn er da durchkommt, dann sind die Schweden dran. Jetzt ist Pedrujny durch. Eder ist fertig, ohne Nachlader, schnell geschossen. Jetzt macht sich oben Arndt Peiffer bereit. Ponzi Luoma muss nicht in die Runde, aber 2 Nachlader und hat lange gebraucht. Simon Eder, 23 Sekunden, Arndt Peiffer. Der erste geht daneben. Kai Kritschmacher, die beiden ersten daneben. Peiffer ist mit einem Nachlader durch. Den Tschechen droht die Strafrunde. Und das nochmal der Blick auf Johannes Tinius Bö, der nach seinem ersten Fehler dann 4-mal sehr schnell geschossen hat. Und er hat trotz des Nachladers nur 29 Sekunden auf der Matte verbracht. Arndt Peiffer 34 mit einem Nachlader. Und Arndt Peiffer ist raus auf der 12 mit 1,20 Rückstand. Deutschland jetzt mit 5 Nachladern und trotzdem einem Rückstand von 1,20. Kleiner Vergleich, Frankreich hat ebenfalls 5 Nachlader, ist aber Zweiter mit 22 Sekunden Rückstand.
Also die Deutschen heute mit viel Nachladen, aber eben auch auf der Strecke dann nicht schnell genug. Da haben sie ja, vor allen Dingen in Person von Erik Lesser vorne schon viel Zeit verloren. Kritschmar konnte die Strafrunde vermeiden. Die Tschechen wiederum auch mit 5 Nachladern, aber 1,40 schon zurück. Und dennoch, wenn man das sieht insgesamt, es ist nach wie vor enttäuschend. 1,20 der Rückstand jetzt nach ganz vorn auf Norwegen. Eine Minute ist es auf Fillon Maillet, auf den Franzosen, auf der 2. Das sind zwei Mannschaften, die natürlich so stark besetzt sind, dass der Blick dann jetzt fast nur noch Richtung Bronze gehen kann. Aber das sollte er auf jeden Fall auch noch. Den Optimismus, den müssen wir uns bewahren und mitnehmen. Da sind zwar jetzt noch viele Länder dazwischen, aber Deutschland ist auf den beiden Frauenpositionen auch stärker besetzt als einige dieser Nationen. Kanada, Österreich, die Ukraine, die Sloweninnen, auch die Schweiz. Das sind Länder, an denen können Denise Herrmann und Franziska Preuß auf jeden Fall noch vorbeilaufen. Simon Eder, 53 Sekunden zurück dort für Österreich auf der 5. Da wird es dann an Dunja Stautschenk. Wie gut macht sie es als dritte Läuferin oder als erste Läuferin auf der dritten Position? Hat ja slowenische Wurzeln, also fühlt sich hier auch ganz wohl. Der Abstand von Arne Pfeiffer auf Johannes Denisbø. Da hat er 11 Sekunden verloren, aber 9 Sekunden hat auch Fillon Maillet verloren. Da sehen wir Denise Herrmann. Also wenn der Abstand von Arne Pfeiffer auf die Spitze immer wächst, ist das kein so großer Grund zur Besorgnis. Denn das ist immer die Relation zu Johannes Denisbø, der auch den anderen enteilt. Hauptsache Arne Pfeiffer schafft es, den Abstand eben zu den unmittelbar vor ihm laufenden Sportlern einigermaßen stabil zu halten, im Idealfall natürlich zu verringern. Jetzt gehen die Damen Richtung Wechselzone. Denise Herrmann auf der Pokljuka. 22 Sekunden waren es nach dem Schießen. 31 an der ersten Zwischenzeit. 35 sind es jetzt an der zweiten Zwischenzeit. Maillet wiederum hatte einen Vorsprung von 5 Sekunden auf Gau, von 12 auf Pidružný. Jetzt sind es 13 auf Pidružný und 15 auf Gau. Dann kommt Martin Ponciluoma. Dahinter Simon Eder, der Älteste im Feld. Simon Eder, 37 Jahre alt. Dann Lapipov für die russischen Athleten 1 Minute 11 zurück auf der 7. Hat nur 7 Sekunden verloren. Ist ja ein starker Schlussrundenläufer Eduard Lapipov gegenüber Johannes Denisbø. Kirill Eckhoff wird die erste Frau sein, die hier ins Rennen geht. Nicht unbedingt eine Überraschung. Sturla Holm Lagerheit und Johannes Denisbø, die Nummer 2 und die Nummer 1 der Welt. Sie sind den Erwartungen gerecht geworden und schicken jetzt die zweitbeste Frau. Und dann kommt auch noch die beste Frau des Winters auf die Reise. Also Norwegen ist heute stark und schlagbar. Wir werden sehen. Anaïs Chevalier-Boucher, die dritte Läuferin für Frankreich. Hinten sehen Sie es, die virtuelle Zuschauerbande. Dort kann man sich einloggen und dann dort zujubeln. 39,2 Sekunden sind es geworden. Von 22 nach dem Schießen. Riesenvorsprung vor Norwegen zur Hälfte des Rennens. Ganz stark die Gau-Brüder für Kanada. Hier überreichen sie fast zeitgleich mit der Ukraine auf 3 und 4. Und jetzt geht der Blick nach hinten in den Wald. Denise Herrmann, wo bleibt der Arndt? Wo bleibt er? Schweden auf der 5, Österreich auf der 6.
dahin die russischen Athleten. Svetlana Mironova ist das. Und dort hinten kommt Arndt Peiffer. Auf Position 12 war er rausgelaufen nach dem Schießen. Und dort laufen vorbei Slowenien, die Schweiz. Ja, Arndt Peiffer 12, da ist er geblieben. Aber jetzt Denise Herrmann. Die guckt mal, die ist die deutlich stärkere Läuferin als diese vier. Da muss sie im Prinzip gleich mal vier Positionen gut machen, schon auf der ersten Runde. Ja, hier der Kontakt, Johannes Denis Bö, Feierabend für ihn. Und dann kommt Tiril Eckhoff. Ja, Tiril Eckhoff, das ist ein bisschen die, bei der es interessant wird. Da wird jetzt schon gleich die erste Staffel überrundet. Vladislav Kiriev aus Kasachstan, der wird jetzt von Tiril Eckhoff bitter gefressen werden gleich. Tiril Eckhoff, die hat in dieser Saison schon in drei Staffeln Strafrunden geschossen. Und wenn, dann scheppert es auch immer gleich richtig. Zweimal hat sie drei Runden geschossen, einmal zwei. Immer im Stehendanschlag. Dahinter Anaïs Chevalier-Boucher. Also das ist sicherlich die schwächste Stelle in der norwegischen Staffel. Das Stehenschießen von Tiril Eckhoff. Bis dahin ist es noch ein bisschen. Aber das könnte nochmal ein Knackpunkt werden in diesem Rennen. Sekunden. 39 waren es beim Wechsel. Also hier hat Anaïs Chevalier schon mal eine ganz ordentliche Geschwindigkeit hingelegt auf dem ersten Streckenabschnitt. Laufzeit von Arndt Peiffer im Vergleich zu Johannes Denis Bö 46 Sekunden langsamer in der reinen Laufzeit, aber Bö und dann Ponzulu Oma mit 18 Sekunden dahinter haben sich schon so ein bisschen abgesetzt. Dennoch, danach kommen dann Leute wie Pidruschny, Latipov, Jake Brown, die auf der Strecke auch schneller waren als Arndt Peiffer. Ich denke, auch er ist heute nicht hundertprozentig zufrieden mit seiner Laufleistung. Und dann sehen wir da hinten Denise Herrmann. Die hat diese Gruppe gleich überholt und kann sich jetzt schon orientieren an Mironova, der Russin, direkt vor ihr. Also Deutschland jetzt auf Position 8. Und ich glaube, die Zeit, die können wir so ein bisschen vernachlässigen. Man muss jetzt tatsächlich langsam von Position zu Position denken und gucken, von Schießen zu Schießen, ob man eben jeweils eine Position gut machen kann oder eben nicht. Ja, und der Kasache wehrt sich. Da hat er dann doch keine Lust, jetzt doch überrundet zu werden von Tiril Eckhoff. Der Arne Bottmann war das, der Sportchef der norwegischen Biathlon-Mannschaft. Mit den Informationen über die Abstände. Das ist dann in der jetzigen Situation noch gar nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so unübersichtlich im Moment, die Rennsituation. Jetzt hat Chevalier Boucher wieder ein wenig verloren. Aber es gibt dem Athleten auch das Gefühl, er ist dort betreut, er ist nicht alleine, sondern er ist informiert, alle kümmern sich gemeinsam. So, Julia Dzymar, die für die Ukraine jetzt läuft, die in Antolz vor zwei Wochen im Einzel Zweite war. Sehr gute Schützin. Dann kommt Nadja Moser für Kanada. Dann Lynn Persson, Dunja Staroc-Mironova. Und dort unten taucht Denise Herrmann auf der Pokljuka. Besonderer Ort für sie. Erstes Weltcuprennen hat Denise Herrmann hier bestritten im Dezember 2016. Da wurde sie 18. im Sprint und letztes Jahr hat sie ihr wahrscheinlich bestes Biathlon-Rennen überhaupt hier gezeigt, als sie im Einzel 20 Schuss, 20 Treffer überlegen gewonnen hat. Sie hat tatsächlich das Gewehr ein paar Tage
zur Seite gestellt nach Antols, um den Kopf einfach ein wenig frei zu bekommen. Jetzt lief das Training, das Schießen im Training sehr gut. Florian Steirer haben wir gehört und gesehen am Bildrand. Und Tiril Eckhoff auf dem Weg zum Liegenschießen. Mit dem stärkeren Einschlag. Hat ja schon 6 Saisonsiege, Tiril Eckhoff. Mehr als alle anderen in dieser Saison. Aber eben manchmal auch Ergebnisse von jenseits gut und von jenseits von gut und böse. Und dadurch Marte Olsby-Reuseland im gelben Trikot. Obwohl sie weniger Siege hat, aber sie ist konstanter. Fehler links von Tiril Eckhoff, auch der knapp links. Einmal nachladen. Zunächst. Jetzt ist Anaïs Chevalier neben ihr auf der Matte angekommen. Und sie ist durch. Sie muss einmal nachladen und Julia Djümer ist da. Jetzt ist sie durch und jetzt kommen die anderen 4. Und dann als nächste Denise Herrmann. Nachlader für Djümer. 29 Sekunden der Abstand von Chevalier-Boucher auf Eckhoff. Djümer ist durch. Moser ist durch, Stauch ist durch, auch Mironova. Ja, wenn so geschossen wird, dann ist es natürlich schwer für die Deutschen, ein wenig Land zu gewinnen. Denise Herrmann schießt schnell und gut. Eine ihrer schnellsten Serien überhaupt. Im Liegendanschlag, da lässt sie sich ja sonst oft ein wenig mehr Zeit. Heute wahrscheinlich mit dem Wissen, es geht nur noch mit alles oder nichts Taktik. Hat sie alles riskiert, sie hat alles gewonnen. Natürlich im Moment noch nicht von Erfolg gekrönt, aber sie bleiben zumindest dran, wenn dann da nochmal irgendwann Fehler geschossen werden. Und jetzt schauen wir nochmal auf Anaïs Chevalier-Boucher. Da war der Fehler links. Dann der Nachlader. Die lag ja auch nicht ganz im Anschlag, musste sich dann nochmal so ein bisschen zurechtruckeln. Aber Denise Herrmann, die hat ein gutes Schießen gezeigt. 27 Sekunden hat sie für ihr Schießen gebraucht, Denise Herrmann. Damit war sie die drittschnellste von denen, die bis jetzt dort im Liegendanschlag geschossen haben. Nadja Moser aus Kanada, 22 Sekunden. Dunja Stauch, 25 Sekunden. Dafür ist Denise Herrmann nun wirklich bis jetzt noch nicht bekannt gewesen für schnelles Liegenschießen. Aber sie hat es jetzt, wo es mal drauf ankam, gezeigt. Deutschland allerdings weiter auf Platz 8 und der Abstand zu den Russinnen ist ein wenig gewachsen. 27 Sekunden hinter Mironova. Tiril Eckhoff verfolgt von Anaïs Chevalier-Boucher, die nach anderthalb Jahren Babypause zurückgekommen ist. Sagt, sie hat viel bessere Laktatwerte, fühlt sich beim Bergauflaufen vor allen Dingen viel, viel besser. Sie weiß nicht, was in ihrem Körper passiert ist, aber sie sagt, nach der Schwangerschaft und der Geburt meines Kindes läuft eigentlich vieles viel, viel einfacher als vorher. Das haben ja auch schon andere berichtet früher. Anastasia Kuzmina oder auch Livgrete Poiré haben jeweils nach den Geburten ihrer Kinder noch große Erfolge gefeiert. Julia Djümer führt den Bronzezug an. Da unten, da ist Denise Herrmann. Da sehen Sie es also. Die Bronzemedaille ist noch sichtbar. Auch wenn sie erst am Fuß des Berges ist. Aber sie mag die Strecken hier. Sie sagt, sie liebt das. Diese ständigen Auf- und
diese Aufstiege und dann die Abfahrten, dieser Wechsel der Techniken. Als ehemalige Langläuferin ist sie natürlich prädestiniert dafür, wenn es anspruchsvoller wird. Hinter Selina Gasparin, dann Dorothea Vira, die Italienerin. Und natürlich muss man auch da hinschauen, ein Stückchen nach hinten, Denise Herrmann. Da kommt Vira, dann hinten raus wie Tozzi. Franziska Preuß, die deutsche Schlussläuferin, hält sich jetzt noch so ein bisschen warm. Auch sie wird jetzt natürlich überlegen, wie mache ich es nachher, wie viel muss ich riskieren. Auch sie wird kaum eine andere Wahl haben, als alles zu riskieren, wenn noch etwas gehen soll. Sekunden. Der Abstand bleibt exakt gleich nach dem Schießen einer ersten Zwischenzeit. Und jetzt also Eckhoff und Chevalier laufen ein Tempo. Und dann kommt diese Gruppe, die verliert ein wenig auf die Spitze. Und dann kommt Denise Herrmann, die gewinnt ein wenig, obwohl die hier gemeinsam laufen. Mal gucken, wo Denise Herrmann auftaucht, dort unten um die Ecke. Da war sie noch ganz kurz zu sehen. Denise Herrmann jetzt schon neben Nadja Moser, der Kanadierin, die sich hier auf der Strecke sehr schwer tut. So, jetzt ist Deutschland auf der 7. Jetzt ist es aber auch so, dass man sagen muss, alles, was davor unterwegs ist, das ist alles Weltklasse. Platz 3, das ist halt 25 Sekunden. Kämmert Denise, Kim, sauber Arbeit. Aber es sind eben 55, 1,23. Hat ein paar Sekunden geschummelt, der Florian Steirer. Aber es sind eben dann nur 28 Sekunden auf Platz 3. Das heißt, das ist noch möglich, auch wenn die Gegnerinnen davor stark sind. Jetzt kommt Kirill Eckhoff zum Stehenschießen. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, das ist die Disziplin, in der sie schon dreimal in Staffeln große Probleme hatte in dieser Saison. Und ich bin mir sicher, dass auch er, Siegfried Masee und alle Norweger genau wissen, dass sie, wenn sie jetzt hier gut durchkommt, die Hand schon ganz, ganz nah haben an der Goldmedaille, die Norweger. Nachlader. Jetzt muss sie diese Gedanken aus ihrem Kopf fernhalten. Sie hat noch zwei Patronen für die letzte Scheibe. Und sie trifft. Sie kommt mit zwei Nachladern einigermaßen glimpflich davon. Kirill Eckhoff setzt sich ab, aber Anaïs Chevalier, nein, da wollte sie zu schnell weg. Sie hat die Chance nicht genutzt, die Lücke wirklich richtig klein zu machen. Und jetzt ist sie so ein bisschen raus aus ihrem System. Dieses Nachhalten beim letzten Schuss. Da war es deutlich zu sehen, wie sie gedanklich schon die Waffe auf dem Rücken hat. Und jetzt kämpft sie gegen die Strafrunde. Plötzlich ist die Chance da für alle anderen. Frankreich geht in die Strafrunde. Sie war so nah dran, aufzuschließen auf Kirill Eckhoff. Und jetzt muss sie in die Runde. Und Julia Dschümer mit der Ukraine und Dunja Stautsch mit Österreich sind auf 2 und 3. Was für ein Wechsel. Und auch Mironova muss vielleicht in die Strafrunde. Lynn Persson mit einem Nachlader durch. Was für eine Dramatik hier bei diesem Schießen. Mironova geht in die Runde. Denise Herrmann muss einmal nachladen, zweimal nachladen. Jetzt nicht zu viel riskieren. Zwei Strafrunden für Mironova. Zwei Nachlader für Denise Herrmann.
Aber die Karten wurden neu gemischt. Anaïs Chevalier immer noch in der Runde. Jetzt ist sie raus, 57 Sekunden zurück auf Platz 5. Dorothea Wira ist durch. Der Letzte, der muss sitzen für Denis Herrmann. Gasparin ist durch. Jawohl, Strafrunde verhindert, aber dennoch, auch sie hat die große Chance verpasst, die Lücke etwas kleiner zu machen. Und Tiril Eckhoff ist die große Siegerin dieses Schießens, auch wenn sie zwei Nachlader gebraucht hatte. Kurios, kurios, vielleicht hat sie gerade dadurch Anaïs Chevalier-Boucher zu den Fehlern gezwungen, weil die merkte, oh, jetzt kann ich richtig nah ran an Eckhoff. Und dann hat sie nach dem vierten Schuss nicht nachgehalten, ihr System nicht wiedergefunden und musste in die Strafrunde. So sieht's also aus. Die Ukraine und Österreich auf 2 und 3. Dann Lynn Persson mit Schweden. Da hinten dann noch Öberg drauf, ganz stark. Und Anaïs Chevalier-Boucher auf der 5. Denis Herrmann auf der 8. Und jetzt hören wir Arndt Peiffer. Ja, Arndt, das Podium scheint sehr weit weg zu sein. Sie mussten schon einen gehörigen Rucksack auf die Runde mitnehmen. Wie war denn Ihr Rennen? Ja, ich habe eigentlich so versucht, mich auf meine eigene Leistung zu konzentrieren. War schon ein bisschen Abstand nach vorne und ich war auch in einem riesen Pulk. Da hatte ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch Zeit gut zu machen, denn so groß sind die Unterschiede auf der Strecke nicht. Ich denke, ich habe es ganz ordentlich gemacht, aber ich war schon ein bisschen erschrocken, als ich jetzt den Rückstand gesehen habe auf 1, den ich hatte, als ich übergeben habe. 45 Sekunden auf der Runde gegenüber Johannes Tinjesbø. Ist das eine Sache, die einen nachdenklich macht? Ja, das ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe und mehr, als ich mir erhofft habe. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass ich eigentlich gedacht habe, der Abstand ist jetzt nicht unbedingt größer geworden zur WM. Müsste man, Herr Minder, auch natürlich analysieren, wo die Rückstände sich aufgebaut haben. Man kann das ja anhand der einzelnen Zwischenzeiten schon ein bisschen sehen. Und das lässt vielleicht auch Rückschlüsse zu. Und das müssen wir noch analysieren. Aber natürlich ist es mir zu viel, 45 Sekunden auf 7,5 Kilometer auf Johannes Bö im Laufen zu verlieren. Danke, Arndt. So, Tiril Eckhoff, die metert jetzt von davon. Und Anaïs Chevalier-Boucher ist mit 57 Sekunden Rückstand rausgegangen. Jetzt sind es 1,02. Auch die anderen haben ein paar Sekunden verloren. Da bleibt es dann ungefähr gleich. Ja, was war das für ein Schießen? Und Denis Herrmann mit den drei Nachladern, ziehen wir die mal ab. Naja, was wäre, wenn? Das zählt eben alles nicht. Jetzt hat sie als Achte einen Rückstand von 40 Sekunden auf Position 3. Schauen wir mal, da ist es 18 plus 28, ja, 46 Sekunden Rückstand auf die Medaille. Das ist ein ganz schönes Paket. Und dazwischen sind Lynn Persson, beziehungsweise gleich dann Hanna Öberg und Lisa Vitozzi, Julia Simon für Frankreich. Also da wird es nochmal richtig heiß auf der Schlussrunde. Olena Pidruschna für die Ukraine wird laufen. Lisa Theresa Hauser für Österreich, die ja in so herausragender Form ist, in der Form ihres Lebens. Ja, und Lynn Persson für Elvira Öberg, reingerutscht in die Staffel der Schweden. Die hat es natürlich super gemacht heute. 42 der Ukraine, 42 der Österreich, 48 der Frankreich. Kör vi på helt in, kom Jetzt hat Julia Juma sogar wieder ein wenig Zeit rausgeholt. 4 Sekunden auf Eckhoff in diesem Streckenabschnitt. Also das, was Arndt Peiffer eben gerade angesprochen hat, ist ja schon ein paar Mal aufgefallen. Das ist bis auf Johannes Tinjesbø, der den Vorsprung kontinuierlich ausgebaut hat, an anderen Streckenabschnitten immer mal wieder im Wechsel war, wo es dann doch mal der Abstand größer wurde, dann wieder kleiner. Stautsch und Persson. Persson geht jetzt vorbei. Muss ja auf ihren Cheftrainer verzichten. Franziska Preuß macht sich fertig. Johannes Lukas, der Trainer der Schweden, war in Antholz die Treppe runtergefallen und hat sich die Schulterpfanne gebrochen. Ist zu Hause in München. Schöne Grüße und gute Besserung. Hat den Arm geschient, macht über Videoanrufe die Mannschaftsbesprechungen, telefoniert natürlich täglich mit den Sportlern, hat auch die Trainingspläne
fürs Trainingslager in Obertiljach geschrieben. 1,28 der Rückstand von Denis Hermann. Gleich geblieben im Unterschied zu Tiril Eckhoff. Letzter Wechsel des ersten Rennens bei diesen Weltmeisterschaften. Und die großen Favoriten führen mit nach wie vor großem Abstand, mit 7 Nachladern zwar und dennoch mit einem guten Vorsprung. Marte Olsby-Reuseland jetzt also als Schlussläuferin für Norwegen. Kleiner Vergleich, Österreich 1 Nachlader und trotzdem sind sie fast eine Minute zurück. Die Ukraine mit 5 Nachladern. Auf Platz 2, Olena Pidruschna. Schlussläuferin für die Ukraine, die ja eigentlich nach den Olympischen Spielen in Sotschi ihre Karriere schon beendet hatte, die 34-Jährige. Und in die Politik gegangen war, stellvertretende Ministerin für Jugend und Sport war und dann Comeback. Und jetzt läuft sie hier bei den Weltmeisterschaften um eine Medaille für ihr Land. Dann kommen Stauch und Persson, Hauser und Öberg warten. Zwei der Besten dieser Welt. Öberg die stärkere Läuferin, Hauser aber direkt dran. Und Denis Hermann hinter Selina Gasparin. 5 Sekunden war sie nach dem Schießen hinter der Schweizerin. Jetzt wechselt Anaïs Chevalier nach der Strafrunde auf Platz 5 mit 1,15 zurück. Dann kommt Gasparin, dann Hermann. Dorothea Wira konnten sie überholen, die beiden, die Schweizerin und die Deutsche. Die lag kurz vor ihnen nach dem Schießen. Jetzt auf der 8 und Lisa Vitozzi, Schlussläuferin für Italien. Ist das schon der goldene Klaps von Tiril Eckhoff auf Marte Olsby-Reuseland, die Frau, die in Einzelrennen im gelben Trikot läuft. Julia Djuma völlig erschöpft mit einem kleinen, leichten Strauchler. War das auch wieder an der Stelle, an der Jacqueline gestürzt war, als es diesen Einfädler gibt aus der Zielgeraden rüber in die Wechselzone. So, Überrundung von Marte Olsby-Reuseland und die überrundete Läuferin muss dann sofort alles abschnallen. Ist dann auch bitter, bist du gerade hier noch den Anstieg hochgelaufen und dann musst du rausgehen. Also hören wir mal kurz die Norweger auf Goldkurs, was Johannes Tinius Bø dazu sagt. Johannes, things are looking very good for the Norwegian Johannes, team. Das sieht alles sehr gut aus für die Norweger. Wie sieht's aus, wie war ihr Rennen? Ja, was soll ich sagen? Es war ein gutes Rennen, denke ich. Ich bin sehr glücklich mit dem einen Nachlader, den ich im Schießstand gebraucht habe. Ja. Ich habe mir Zeit genommen und ich war sehr fokussiert auf den Nachlader. Und dann ist es okay in der Staffel mit einem Nachlader. Ich war sehr entspannt. Ich habe versucht, während des ganzen Rennens schnell zu Ski zu laufen und Fiomayé auf Abstand zu halten und so schnell wie möglich in Führung zu gehen und eine Lücke rauszulaufen. Wir waren überrascht, dass sie sich kurz vor der WM eine neue Waffe geholt haben. Wie glücklich sind sie jetzt mit dem neuen Gerät? Ja, es war eine kurze Zeit, aber ich bin viel, viel sicherer, habe mehr Selbstvertrauen. Es passt besser zu mir, das neue Gewehr. Ja, ich bin jetzt in meinem natürlichen Anschlag wieder, wenn ich hinter der Waffe stehe. Auch wenn es heute nicht perfekt war, aber es ist noch früh. Ich brauche noch ein paar Rennen, um die Waffe noch besser kennenzulernen. Deswegen war ich auch sehr glücklich, dass ich ganz gut durchgekommen bin. Es war sehr anstrengend für die Nerven, aber meine Gefühle sind jetzt gut und ich kann es jetzt der ganzen Welt zeigen. Also, Johannes Tinius Bø sagt, er ist jetzt wieder in seinem natürlichen Anschlag. Er war in den letzten beiden Wintern so gut wie unschlagbar mit der alten Waffe. Das ist schon interessant, dass du dann mit dem Gerät, mit dem du 2 Jahre der beste Biathlet der Welt warst, und zwar mit Abstand, plötzlich nicht mehr zurechtkommst und dich so kurzfristig dazu entschließt, ein neues Gewehr bauen zu lassen.
Aber er fühlt sich damit gut und sicher. Er hat das Alte mit, das weiß ich. Aber er wird es wohl im Schrank lassen. Marte Olsby-Reuseland, die angekündigt hat, sie hat extra schnelleres Schießen trainiert, weil sie davon ausgeht, dass an diesem Schießstand, der ja als etwas leichter gilt, schneller und besser geschossen wird als sonst. Das wird sie heute gar nicht müssen. Sie wird sicher schießen müssen. Und dann sehen wir hier Olena Pidruschna, 2014 Olympiasiegerin mit der Staffel der Ukraine. Und danach hatte sie eigentlich gesagt, das war's. Und nun ist sie schon seit einigen Jahren wieder zurück. Dann Hanna Öberg und Lisa Hauser, beide ohne ihre Trainer. Rico Groß und Johannes Lukas sind zu Hause aus verschiedenen Gründen, beziehungsweise Rico Groß im Hotel, wobei dieser Theresa Hauser ja eigentlich zur Frauenmannschaft gehört und Rico Groß für die Männer zuständig ist. Julia Simon auf der 5, 1:14 zurück. Und dann kommt schon Franziska Preuß, das heißt schon, dann kommt Franziska Preuß mit Lena Hecki hinter sich, mit der Schweizerin. Noch 30 Sekunden bis Platz 3. Gehen wir, Franzi, hopp, sehr gut, Pauste. Hopp, sauber. Und genau das ist die Motivation, die sie immer wieder formulieren. Noch 30 Sekunden auf Platz 3. Also Öberg-Hauser, das ist das Pärchen, das um Platz 3 kämpft, ja, möglicherweise dann gemeinsam auf der Matte stehend und liegend, sich vielleicht ein wenig ihrer Konzentration berauben. Dazwischen aber dann auch immer noch Julia Simon, die hier zwei Massenstartsiege im Januar feiern konnte. Jetzt also schauen wir erstmal auf Marte Olsby-Reuseland. Vorletztes Schießen. Reuseland, 90% Trefferquote im Liegendanschlag. Einen Nachlader braucht sie, aber sie hat 40 Sekunden Vorsprung auf Pidruschna. Und sie läuft hinaus, bevor Pidruschna überhaupt die Matte erreicht hat. Die Zeichen stehen auf Gold für Norwegen. Weiterhin Olena Pidruschna war jahrelang eine der besten Schützinnen, die beste im Feld. Aber Sie sehen es, der Druck ist da. Öberg-Hauser, dann kommt Simon. Zwei Nachlader bei Öberg. Pidruschna ist weg, Hauser rennt hier hinterher. Jetzt kommt Franziska Preuß. Jetzt fängt Julia Simon an. Öberg hat noch zwei Patronen für eine Scheibe. Nachlader bei Simon. Öberg ist raus. Franziska Preuß muss nachladen. Schießt schnell. Julia Simon braucht lange für den letzten Nachlader. Jetzt ist sie weg. Aber wenn jetzt Franziska Preuß schnell trifft, dann kann sie heranlaufen an die Französin. Das schafft sie. Lena Hecki droht die Strafrunde. Lisa Vitozzi ist fertig. Simon 12 Sekunden hinter Öberg, dann kommt Franziska Preuß 5 Sekunden dahinter. Und Lena Hecki konnte die Strafrunde vermeiden. Marte Olsby verzichtet auf die Brille, das würde mich aber wundern, denn dieser kleine krisselige Schnee, das ist schon sehr unangenehm beim Laufen. Oder ist das ein Bild vom Anlaufen an den Schießstand? Ja, ich denke schon. Das war nochmal ein Moment, wenn sie eben dorthin läuft. Denn ja, dieser kleine kriselige Schnee, wenn man da läuft, das ist sehr unangenehm auf der Netzhaut. Und Lisa Theresa Hauser mit einem Lisa Theresa Hauser schießen. 23,4 Sekunden Schießzeit. Sehr schnell.
Denis Hermann übrigens, um mal etwas Beruhigendes zu sagen, läuferisch sehr gut dabei in den einzelnen Runden. Sie war in den drei Runden die zweitschnellste, zweimal, einmal die drittschnellste, aber nur knapp hinter Tiril Eckhoff. Also wo die beiden Männer, Erik Lesser und Arne Pfeiffer, auch auf der Strecke viel Zeit verloren haben, muss man sagen. Denis Hermann zumindest läuferisch sehr gut, insgesamt mit einem guten Rennen, natürlich mit den drei Nachladern im stehenden Anschlag, aber mit viel Risiko in einer schwierigen Situation, denke ich, kann sie mit ihrem Rennen insgesamt zufrieden sein. So, Hauser hat die 5 Sekunden Rückstand auf Olena Pidruschna aufgeholt. Ist die stärkere Läuferin deutlich. Denke schon, dass sie auch dann vorbeigehen wird Richtung letzte Schießen. Oder lässt sie es drauf ankommen, da Norwegen im Prinzip weg ist mit fast einer Minute Vorsprung. Muss aber gucken. Da hinten kommt Hanna Öberg, dann Julia Simon, dann Franziska Preuß und dahinter Lisa Vitozzi. Verdichtet natürlich am Anstieg immer ein bisschen, wirkt dann alles ein bisschen näher dran. Sie sehen es dann an den Zeiten. Aber Franziska Preuß, nach dem Schießen lag sie 5 Sekunden hinter Julia Simon. Das war ganz wichtig, dass sie da dann doch schnell fertig geworden ist, dass sie diese Lücke schließen konnte gegen Simon. Die beiden hatten ja im Massenstart in Oberhof das Vergnügen auf der Schlussrunde um Platz 1 kämpfen. Da hat sich Simon durchgesetzt. Franziska Preuß wurde Zweite. Simon hat ja 2 so starke Schlussrunden im Massenstart. In Antols ebenfalls gegen Öberg. Hauser und Preuß hat sie sich ja durchgesetzt, als sie gewann. Da blieb für Franziska Preuß der undankbare 4. Platz. Marte Olsbü-Reuseland, 5 Goldmedaillen, 2 Bronzemedaillen. Das war ihre unfassbare Bilanz vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften in Antols. Und jetzt setzt sie genau da wieder an und holt ihr nächstes WM-Gold. Zumindest nach aktueller Lage der Dinge. Und wenn man mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, dann kann man da fast schon einen Haken dran machen. Und Lisa Hauser belässt es dabei. Sie ist herangelaufen an Pidruschna, will dann ein kontrolliertes Schießen absolvieren. Lisa Theresa Hauser in Oberhof das erste Mal auf dem Podest. Da war sie dann dreimal hintereinander Dritte. Und dann in Antols vor 2 Wochen Sieg im Einzel, Platz 3 im Massenstart. 5 Podestplätze. Lange musste sie darauf warten. Seit 2012 ist sie im Weltcup dabei. Öberg, 1,12. Letzte Zwischenzeit waren es 1,10. Abstand von Öberg zu Simon und Preuß waren 16 Sekunden. Jetzt sind es nur noch 11. Also sie kommen näher ran an Hanna Öberg, diese beiden, Simon und Preuß. Aber eins ist klar, Pidruschna und Hauser, die sind zu weit weg. Die müssen Fehler schießen beim letzten Schießen, wenn für Franziska Preuß noch etwas möglich sein soll. Dann vielleicht auch gemeinsam mit Julia Simon laufend. Marte Olsbü-Reuseland auf dem Weg zu Gold. Eine ganz entspannte Person, die auch mit der Situation jetzt natürlich umgehen kann, dass sie ja im Grunde genommen nur noch verlieren kann. Denn niemand rechnet jetzt damit, dass sie nicht gewinnt. Aber schauen Sie den entschlossenen Blick auf die Scheiben, die Konzentration. Auch das muss man dann schaffen, wenn man so einen großen Vorsprung hat. Die Konzentration, den Fokus zu halten. Sie schießt schnell, sie schießt einen Fehler. Aber sie hat 50 Sekunden Vorsprung. Jetzt hat sie sich doch nochmal anders überlegt. Sie hätte sich sogar eine Strafrunde leisten können. Jetzt hat sie weit daneben geschossen. Und jetzt hat sie nur noch 3 für 3.
Die anderen sind jetzt neben mir, erreichen jetzt die Matte. Das heißt aber, selbst mit der Strafrunde würde sie wahrscheinlich vorne bleiben. Ja, sie würde vorne bleiben, aber sie schafft es. Erleichterung. Und jetzt aber der Kampf um Platz 2. Nachlader Hauser. Nachlader Piet Ruzsna. Höberg lässt die Skier laut fallen. Piet Ruzsna muss nochmal nachladen. Hauser ist weg. Piet Ruzsna kämpft gegen die Strafrunde. Jetzt ist Franziska Preuß da. Geht Piet Ruzsna in die Strafrunde. Was macht Öberg? Öberg mit 4 Treffern. Öberg mit 5 Treffern. Jetzt muss Franziska Preuß alles oder nichts schießen. Julia Simon tut das. Hat 4-mal getroffen. Hat 5-mal getroffen. Preuß muss nachladen. Das war's für Deutschland. Jetzt geht nichts mehr mit dem zweiten Nachlader. Erst recht nichts mehr. Öberg mit 38 Sekunden. 15 hinter Hauser. Dann kommt Piet Ruzsna. Dann Simon. Piet Ruzsna ist läuferisch zu schwach, aber kann Simon noch mal an Öberg heranlaufen? Franziska Preuß mit den 2 Nachladern geht jetzt raus auf die Schlussrunde. Sie musste alles riskieren und sie hat viel riskiert am Anfang, hat dann aber umgestellt, hat dann gemerkt, okay, das ist zu viel Risiko. Ich nehme es doch Schuss für Schuss und bringe es dann sauber nach Hause. Und das sind die anderen. Durchatmen. Und die Freude, Tiril Eckhoff und Johannes Tinius Bö. Ja, sie hat einen Vorsprung von 23 Sekunden. Das ist ungefähr so lang, wie eine Strafrunde dauert. Also wenn sie den letzten ganz schnell abgefeuert hätte und die Strafrunde gelaufen hätte, dann wäre sie auch vorne geblieben. Aber dann hätte sie nochmal ordentlich Druck bekommen. Hanna Öberg, das letzte Schießen in 18 Sekunden absolviert. Den Stehenanschlag, als es um eine WM-Medaille geht. Das ist nervenstark. Mit einem Vorsprung von 5 Sekunden auf Piet Ruzsna rausgegangen. Aber wie gesagt, Piet Ruzsna traue ich das nicht zu, Öberg unter Druck zu setzen. Simon schon. Simon 7 Sekunden hinter Hanna Öberg auf der 5, dazwischen Piet Ruzsna. Lisa Theresa Hauser. Das ist stark von den Österreichern, wie sie sich hier gezeigt haben, mit nur 2 Nachladern und der positive Corona-Test. Ja, dahinter, da sehen wir es. Jetzt kommt die Gruppe um Platz 3 kämpfend. Der positive Corona-Test, der hat die Mannschaft verunsichert. Der hat die schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen von Rico Groß. Alle mussten dann nochmal Schnelltests absolvieren. Die waren alle negativ. Können jetzt morgen nochmal PCR-Tests machen oder heute Nachmittag, weiß ich gar nicht ganz genau, um ganz sicher zu sein. 23 Sekunden Abstand, Reuseland, Hauser ist gleich geblieben, dann 40 Sekunden etwas näher herangekommen ist Öberg und dann Piet Ruzsna, straf mich lügen, läuft auf Öberg, sensationell, dann Simon, also da ist noch alles möglich zwischen Öberg, Piet Ruzsna und Simon, dann Vitozzi auf der 6, Franziska Preuß auf der 7, die sind dann schon einen Tick zu weit weg von Hanna Öberg, um sie tatsächlich noch ärgern zu können, die Medaille in Gefahr zu bringen für Schweden. Ja, jetzt wird Johannes Lukas zu Hause leiden. Das ist ja auch einer, der sonst immer sehr lange nebenher läuft, um seine Athleten anzutreiben. Sagt, da kann er auch noch mal ein paar Sekunden rausholen, wenn er die richtig anschreit, anschnauzt. Das wird er jetzt möglicherweise zu Hause vorm Fernseher machen, im Kampf um Bronze. Marte Olsby-Reuseland, die letzte trickreiche Kurve. Und Lisa Theresa Hauser, 17 Sekunden der Vorsprung Richtung Öberg. Alles richtig gemacht, die Trainer der Österreicher, sich für David Komatz auch zu entscheiden als Startläufer. Der einen Nachlader brauchte, dann kam Eder, der ohne Nachlader durchkam, genau wie Dunja Stautsch. Und Lisa Theresa Hauser macht das hier hinten klar. Stark im Tippspiel. Tipptendenz lag Österreich auf Platz 4. Ich hatte sie nicht unter meinen ersten 5. Aber viele unserer Tipper haben die Österreicher dann tatsächlich, oder zumindest einige,
unter den ersten fünf gesehen, dass sie eine Medaille holen. War nicht zu erwarten. Und hinten Hanna Öberg, die muss weiter kämpfen gegen Olena Pidruschna. Die wächst über sich hinaus dort unten. Geht jetzt sogar neben die Schwedin. Julia Simon scheint geschlagen. Ja, die ist geschlagen. Ja, Franziska Preuß, die konnte nicht mehr viel ausrichten. Die musste beim letzten Schießen alles riskieren. Hanna Öberg mit ihrer Sensationseinlage in 18 Sekunden, 5 Treffer, hat es natürlich dann extrem schwer gemacht. Und nach den Nachladern war dann eh klar, für Deutschland ist diese Staffel gelaufen. Sie waren von Anfang an in einer schlechten Situation. Dadurch, dass Erik Lesser eben einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Erik Lesser, der war schon so oft Startläufer von deutschen Staffeln und hat das so oft so gut gemacht. Magdalena Neuner hat es vor dem Rennen noch gesagt bei uns im Studio, dass Erik sein Ding eigentlich immer so abgebrüht und cool macht. Fast immer als Erster übergibt oder eben nur wenige Sekunden hinter dem in Führung liegenden Athleten. Und heute, da ging es richtig in die Hose. Deutschland 17. nach dem ersten Wechsel. Da war Norwegen noch Dritter mit 4,3 Sekunden Rückstand hinter Belarus. Dann aber gegen Johannes Tinnisbø deutlich in Führung. 40 Sekunden war der Vorsprung beim ersten Wechsel. 40 Sekunden war er beim zweiten Wechsel. Und jetzt Glückwunsch an Norwegen zum ersten Gold bei diesen Weltmeisterschaften. Sturla Holm Lagereid, Johannes Tinnisbø, Tiril Eckhoff und Marte Olsbu-Reuseland. Hier der Kampf um Bronze, immer noch nicht entschieden. Öberg hält sich vorn. Österreich gewinnt Silber. Das ist eine kleine Sensation. Komatz, Eder, Stautsch und Hauser. Und Bronze verteidigt Hanna Öberg auf der letzten Rille. Bronze für Schweden. Und die Ukraine kommt als Vierter ins Ziel. Also Norwegen, Österreich, Schweden. Die Franzosen geschlagen, die Deutschen geschlagen. Julia Simon, dort kommt sie als Fünfte rein. Anaïs Chevalier-Boucher mit der Strafrunde im stehenden Anschlag brachte die Franzosen von Platz 2 dann nach hinten. Franziska Preuß und Denise Herrmann mit guten Leistungen, beide. Heute war für die beiden Frauen nichts mehr zu holen.